Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video für euch hier live aus La Palma, einer der wunderschönen kanarischen Inseln. Wir befinden uns in der Caldera Tamburiente oder Taburiente. Das ist der Nationalpark auf La Palma. Wir sind mit einem ganz lieben Freund von uns hier und es ist wunderschön hier. Es ist still, ruhig, die Sonne scheint. Die Luft ist unglaublich und ich wollte für euch ein ganz kleines Update-Video machen über Empathen, über Empathie. Bist du ein Empath? Was ist Empathie? Wie fühlen sich Empathen? Ich habe für euch bereits damals in Costa Rica ein Video über Empathie gemacht. Das verlinke ich unten dann in der Box für euch. Ich habe euch versprochen, ein Update-Video zu drehen. Empathen fühlen das, was andere fühlen. Wenn du ein Empath bist und du bist nicht wie ich jetzt hier gerade allein in der Natur, was für Empathen am besten ist. Empathen brauchen diese Auszeit ganz alleine oder mit lieben Menschen, die glücklich sind, in der Natur, wo sie in Stille sein können. Weil eure Aura ist bis zu 18 Metern um euch herum, weit und breit. Und wenn du als Empath unterwegs bist, du bist in einer Stadt, im Bus, in der U-Bahn, in einer WG, in einer Wohnung oder im Flugzeug oder irgendwo auch mit der Familie unterwegs, dann nimmst du als Empath ungefiltert, es sei denn, du schützt dich, aber sich für Empathen zu schützen ist sehr, sehr schwer. Empathen müssen Kristalle am Körper tragen, Bergkristalle, Schutzkristalle, Empathen brauchen immer Schutzedelsteine am Körper. Empathen brauchen auch immer diese Verbindung zur Natur, weil wenn du als Empath irgendwo hingehst in einen Raum oder du bist umgeben von Menschen, fühlst du deren Emotionen, du fühlst die Gefühle, du fühlst deren die Probleme, die Sorgen, die Ängste. Für Empathen ist es besonders schön, wenn sie von Menschen umgeben sind, die rein sind, die glücklich sind, die fröhlich sind, wie Kinder oder Tiere. Natürlich gibt es auch Kinder, die unglücklich sind oder Tiere, die unglücklich sind. Aber für Empathen wären meine 5 Überlebenstipps, geh in die Natur, wenn es dir nicht gut geht, separier dich, trenn dich ab, meditiere, atme, fass einen Baum an, umarme einen Baum. Nimm Kristalle mit, reinige sie. Wir haben die Kristalle hier in der Quelle gereinigt. Lade sie auf, damit du sie dann bei dir tragen kannst. Du brauchst als Empath deine Auszeiten. Du musst als Empath wissen, also du musst auf dich ganz besonders aufpassen. Das heißt, Zusammenkünfte, wo Menschen sind oder Gruppen oder auch Familienzusammenkünfte oder Stress sind für Empathen Gift. Das bedeutet, als Empath musst du dir genügend, als hypersensible Persönlichkeit genügend Zeit für dich einräumen, Zeiten der Stille, der Meditation, der Natur. Du musst dich immer energetisch reinigen unter fließendem Wasser, mit Salz, mit einer Lichtsäule. Du musst immer, wenn du nach Hause kommst, Gott, Göttin, die Engel des Licht bitten, dass sie dich energetisch abtrennen von den Energievampiren oder den Menschen, die dich ausgesaugt haben. Empathen nehmen auch negative Emotionen, Gefühle und Krankheiten auf. Du kannst aber darum bitten, in der Natur kannst du dich automatisch reinigen, kannst dich mit Wasser reinigen, mit schöner Musik, aber die Natur und das Schweigen, Kristalle und das energetische Abtrennen sind das Wichtigste für Empathen. Weil Empath zu sein, das ist wirklich etwas so Starkes und man muss einfach wissen, wenn man empathisch oder hypersensibel ist, kann man mit sich nicht so hart umgehen. Man kann nicht einfach so das machen, was alle anderen Leute machen. Man muss darauf achten, was man isst, wann man schlafen geht und man braucht viel Natur und viel Ruhe. Und weil andere Menschen können Empathen leer saugen. Deshalb geh in die Natur, meditiere und reinige dich. Ihr Lieben, das war mein kurzes Video für euch, live aus La Palma, aus der Caldera. Ich grüße euch und wir sehen uns dann bald in meinem nächsten Video. Frohes neues Jahr, bis dann, ciao, eure Laila Santini.